Willkommen bei der fünften Folge. Wir stehen gerade vor dem Schiff und müssen Ramon befreien. Wir müssen aber noch einen Weg reinfinden. Und das versuchen wir jetzt auch. Wir haben auch schon Tabit da zu den Kisten geschickt. Er sollte sich verstecken. Was er da allerdings machen soll, keine Ahnung. Er steht nur da. Und die Frau ist auch noch da. Also nicht gut, ein Zeuge. Sie müsste eigentlich weg. Nein. Nein. Okay, das ist alles, was er sagt. Die Soldaten würden mich bemerken, wenn ich das Boot hier zum Entern benutze. Abgesehen davon, dass ich vom Wasser aus weder die Kanonenluke noch das Deck erreichen könnte, will ich auch gar nicht da rein. Okay. Wir haben ja versucht, schon mit dem Stein auf die Soldaten zu schmeißen, aber das will er nicht wirklich machen. Mit der Butter? Was haben wir denn noch hier alles? Also wir haben die Kanonenluke. Ja, genau, da müssen wir ja hin. Ich kann mich der Luke unmöglich nähern, solange die Fackel brennt. Die Wachen würden mich entdecken. Kann die Frau nicht einfach hin? Aber die will ja nicht mit uns sprechen. Nicht wirklich. Hund ist auch nicht mehr da. Was haben wir noch? Da sind... Oh, Möwen. Schlafende Möwen auf dem Bugspriet. Wovon sie wohl träumen? Von einer besseren Welt? Vom Fliegen? Da fällt mir gerade das Buch ein, Die Möwe Jonathan. Sehr zu empfehlen. Ist wirklich ein sehr gutes Buch. Habe ich selber schon dreimal durchgelesen. Solltet ihr euch mal anschauen. Wo waren wir? Stein. Vielleicht auf die Möwen schmeißen? Och nee, das geht wirklich. Aber das will ich doch gar nicht. Tut mir leid, aber ich muss euren Seelenfrieden vorübergehend stören. Hoffentlich trifft er nicht. Verdammte Drecksbücher. Ja, nee, geh ne mal da nicht hin. Ja, es hat sich nicht wirklich viel geändert, ne? Mantabit. Es ist gerade alles geklärt. Ja, schön. Ach, wir können noch einen Pflasterstein nehmen. Stimmt, einer wir haben ja noch einen. Nur noch einer? Dann sollten wir uns gut überlegen, was wir damit machen. Vielleicht Tabit? Na komm schon. Onkel Tabit? Ja? Okay, auf jeden Fall können wir ihm den Stein geben. Hier, Tabit. Nimm diesen Stein. Wirf ihn auf mein Zeichen. Und wohin? Tja, wohin? Keine Ahnung. Auf Möwen werfen oder ins Wasser werfen? Ja, auf Möwen haben wir ja schon versucht. Keine Ahnung, ist wirklich nicht hilfreich. Und ins Wasser werfen? Ja, dann plumpst er ins Wasser, toll. Nehmen wir doch die Möwen. Versuchen wir es einfach. Wirf den Stein auf die Möwen. Das wird ihnen nicht gefallen. Das hoffe ich. Okay, hört sich schon mal gut an. Und wie kann ich ihm jetzt das Zeichen geben? Auf jeden Fall können wir... Okay, Pflastersteine nochmal nehmen. Einer geht noch. Ja, nee, dann geht er wieder hin. Nein, nicht hinlaufen. Ach, Manu. Onkel Tabit. Ja? Huch. Stein werfen? Ja, das bringt mir ja nichts. Oder? Wegen des Steins. Wirf ihn auf mein Zeichen. Ja, wohin soll ich ihn werfen? Okay, nochmal dasselbe. Wirf den Stein auf die Möwen. Das wird ihnen nicht gefallen. Das hoffe ich. Vielleicht jetzt auf die Fackel werfen? Weil ich habe jetzt einen Stein und er hat einen Stein. Das heißt, Tabit kann den auf die Möwen werfen und ich auf die Fackel? Aber der trifft doch von hier aus nie im Leben die Fackel. Wir versuchen es. Es geht los. Okay.
Zielen konnte ich eigentlich schon immer gut. Nicht schlecht, Junge. Ich kann das Zielen überhaupt nicht. Gut, dann können wir jetzt dahin. Weil jetzt sehen sie uns nämlich nicht, weil das Licht nämlich weg ist. War ja eigentlich einfach. Ui, bis er dort ankommt, ist schon früh morgen 6 Uhr. Na? Ach so, ja. Navigieren muss ich ihn ja auch. Auch das noch. Die Scharniere sind verrostet und würden beim Öffnen quietschen. Ich lasse die Finger davon. Nimm doch die Butter. Schmier es ein. Scharnier einfetten. Dann sollte es sich geräuschlos öffnen lassen. So, dann versuch's doch. Mist. Ich kann es nur ein paar Zentimeter öffnen. Irgendetwas hält von innen dagegen. Ein Seil? Mit der Zange vielleicht durchschnipsen? Nee. Dann mit dem Messer. Damit mache ich kurz im Prozess. Yeah. Jetzt kommen wir rein. Jetzt aber. Wir haben's geschafft. Wir sind auf dem Schiff. Okay. Ach, der steht hier. Ich habe den jetzt gar nicht gesehen. Kanone. Können wir die bedienen? Die Kanone kann ich unmöglich mit mir herumschleppen. Aber die Schwefelhölzer dafür umso besser. Oh, okay. Wenigstens etwas. Hier haben wir ein Seil. Schönes Seil. Oh, er nimmt's auch mit. Dann haben wir jetzt ein Seil aufgenommen, Schwefelhölzer und Flachsfasern. Fässer? In den Fässern scheint jede Menge Schwarzpulver zu sein. Er möchte es aber nicht nehmen. Schade, hätten wir es in die Luft jagen können. Obwohl, Ramon ist noch da. Ein Schraubstock. Diese Erfindung ist ebenso simpel wie genial. Kaum zu glauben, dass sie erst seit ein paar Jahren Einzug in jede Werkstatt hält. Okay. Ein Kupferkessel, nehmen wir den? Der läuft ja immer noch so langsam. Ich habe das Gefühl, dass ich den noch gut gebrauchen kann. Aber für was? Hier ist eine Feuerstelle. Die Feuerstelle ist fertig zum Gebrauch. Kohle und Zunder liegen schon darin. Schwefelhölzer anzünden? Die Schwefelhölzer entzünden sich leider nicht von selbst. Und ohne Flamme kann ich kein Feuer machen. Okay. Dann... Schraubstock hatten wir schon, Laterne? Eine Öllampe. Sie ist festgeschraubt. Vermutlich wegen Brandgefahr bei schwerem Seegang. Eine Öllampe? Moment, Schwefelhölzer? So, jetzt genau. Brennt mein Schwefelhölzchen. Genau, und du steckst es in die Tasche und es brennt natürlich jetzt weiter, aber du fackelst nicht mit ab. Ja. Oh, ein Nagel. Er sitzt, okay, ich sehe es schon. Als dass ich ihn mit der Hand herausziehen könnte. War mir klar. Nimm die Zange. Dein Freund und Helfer, die Zange. Und ein Schraubstock. Ich. Ja. Ja. Oh, oder auch nicht. Ich dachte in den Schraubstock rein, aber anscheinend nicht. Was machen wir dann damit? Okay, mit der Zange. Dann jetzt vielleicht? Der kalte Nagel ist ziemlich stabil und würde wahrscheinlich brechen, wenn ich ihn einfach so verbiege. Okay, deswegen müssen wir erst Feuer machen. Ich kann den Sternenhimmel sehen. Da will ich hin. Aber vorerst reicht mir auch die andere Seite der Schiffswand. Was haben wir? Die Luke? Die Luke zum Laderaum. Dort halten sie bestimmt Ramon gefangen. Tja, und wie möchten wir jetzt ein Feuer machen? Segeltuch. Für was könnte man ein Segeltuch benutzen? Um das Feuer anzuzünden? Aber er hat ja gesagt, da ist Holz drin.
Mit dem Segeltuch ließe sich der Kamin verstopfen, aber es könnte sich durch die Hitze auch ziemlich schnell entzünden. Ach so. Er möchte das also am Kamin oben... Ach so. Damit kein Rauch oben rauskommt, sonst wüssten sie ja sofort, dass hier unten jemand ist. Puh, aber damit es sich nicht entzündet. Das Einzige, was wir machen könnten, ist es nass zu machen. Also nochmal rauszugehen. Nass machen und dann können wir es reintun. Aber irgendwann wird es dann trotzdem verbrennen. Verdammt, jemand hat die Fackel wieder angezündet. Den Fluchtweg kann ich vergessen. Ja, aber ich brauche doch Wasser. Und da hinten in den Fässern ist kein Wasser. Damit kann ich anscheinend nichts machen. Mit dem Seil? Damit kann ich das Segeltuch zu einem Bündel zusammenschnüren. Zu einem Bündel zusammenschnüren. Stimmt. Wir können ja nicht raus, aber... So, jetzt kann ich es ganz vorsichtig ins Wasser lassen. Schön leise. Nicht schlecht. Dann stopf mal das Teil da oben rein. Ja, genau. Schlaf nicht ein beim Laufen. Das nasse Segeltuch verstopft, ohne anzubrennen. Perfekt. Perfekto. Und jetzt können wir es anzünden. So, jetzt kann ich es wagen. Dann nehmen wir den Nagel mit der Zange. Oder auch nicht. So wird das was. Und jetzt können wir es bestimmt in den Schraubstock. Ach so, erst mal rausnehmen vielleicht. Ja. Und jetzt. Was macht er damit aber? Verbiegen? Für was denn? Ein Dietrich. Ja, für was? Hier gibt's doch gar keine Tür. Eine Luke gibt's, aber mehr auch nicht. Und ein Kessel. Huh? Was? Griff vom Kupferkessel? Für was ist das dann? Momentan nichts. Oh, Moment. Ein Schloss. Dafür ist also der Dietrich gedacht, damit ich runterkomme. Ein Vorhängeschloss. Solide Handwerkskunst. Sehr gut, dann nimm dein Dietrich. Aber wenn du doch da runtergehst, die merken's doch. Bestimmt bewacht jemand Ramon. Puh, nun gut. Versuch mal's. Mal sehen, ob mir das gelingt. Na, wer sagt's denn? Was für ein talentierter junger Mann. Er kann alles. Er ist Erfinder, er ist ein Schlossaufbrecher, könnte Dieb werden. Er kann so ziemlich vieles. Sehr gut werfen kann er auch. Ja, wollen wir jetzt da rein? Ich hab Angst. Können wir da noch was nehmen? Oder hat er was in sein Büchlein geschrieben? Nein. Ich bin drin. Ja, toll. Ich bin drin. Gut, dann wagen wir es. Ach so, das ist nur so eine kleine. Ich dachte, das ganze Ding geht auf. Okay, es ist keiner unten und keiner bewacht. Oh, eine Ratte. Oh. Ramon? Feodor? Was zum Teufel treibst du hier? Hast du den Verstand verloren? Keine Sorge, die Wachen haben nichts gemerkt. Gleich bist du draußen. Den Käfig wirst du nicht aufkriegen. Verschwinde lieber, bevor dich jemand sieht. Nein, ich gehe hier nicht ohne dich weg. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin so angeschrien habe, Ramon. Ist schon gut, Feodor. Das weiß ich doch. Wo bringen sie dich überhaupt hin? Und warum?
Das werden wir nicht herausfinden, wenn du dich schnappen lässt. Tabit meinte, sie wären hinter dem Artefakt her, diesem Kristall, an dem du so hängst. Er meinte, sie hätten dich deswegen geholt. Sie haben es mir regelrecht aus den Händen gerissen. Feodor, habe ich dir nicht gesagt, dass es der Schlüssel ist? Ja, zu unserem Glück, nicht zu unserem Unglück. Schnell, oh, Feodor, versteck dich! Wow, weg, los! Hau ab, Feodor! Oh mein Gott! Nicht, dass der jetzt da reinkommt. Oh, sogar zu zweit. Da war nichts, sag ich dir. Doch, da war was. Das war nur eine Ratte. Müssen wir jetzt abhauen? Und wenn schon. Es gibt nur den einen Ausgang. Hier kommt keiner ungesehen raus. Hey, was soll das? Habt ihr Angst, dass ich die Gitterstäbe auseinanderbiege? Du würdest ja nicht einmal die Tür aufbekommen, wenn sie offen wäre. Sag das nicht. Vielleicht ist er mit dem Teufel im Bunde. Säß er sonst hier? Aber er ist ein so schwächlicher, weißhaariger Kerl. Ein Grund mehr. Der Leibhaftige sucht sich immer ein harmloses Gewand, in das er schlüpfen kann, um die Ungläubigen zu täuschen. Und ihr lasst euch natürlich nicht täuschen. Ganz bestimmt nicht. Spätestens in Tripolis werden sie dir die Maske schon herunterreißen, Pferdefüßiger. Du bleibst hier unten, falls doch etwas ist. Ich gehe wieder an Deck. Oh, alles Mann. Klar. Gut. Jetzt ist der eine hier unten geblieben. Na toll. Hier haben wir noch eine Luke. Er hat auf jeden Fall was reingeschrieben. Ramon lebt. Ein Glück. Er ist in einem Käfig gefangen. Ja, wie so ein Vieh, aber echt. Sie wollen ihn nach Tripolis bringen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, bevor sie ablegen. Aber solange die Wachen aufmerksam sind, komme ich nicht weiter. Vorerst muss ich zurück zur Werkstatt und mir gemeinsam mit Tabit einen Rettungsplan für Ramon überlegen. Oh, das heißt, ich kann ihm noch nicht helfen. War das die Luke? Nein, ich kam doch von da oben. Wie soll ich denn da wieder hoch? Kann man in die Kiste schauen? Verschlossen. Dem Geruch nach ist aber auch nur etwas zu essen drin. Was heißt denn hier nur? Riecht nach Essen ist gut? Falls ich doch länger hier bleiben müsste, würde ich bestimmt nicht verhungern. Soldat hört ihn natürlich nicht, wenn er hier ist und redet. Laterne. Ohne die brennende Laterne wäre es hier unten ganz schön finster. Kanonenrohr? Hier hängt ein Kanonenrohr. Recht improvisiert, wie mir scheint. Das ist mein Fluchtweg. Fehlt nur noch das Loch. Mit dem Kanonen... Ja, aber er merkt das doch. Was haben wir, Decke? Was ist das da? Sieht aus wie ein Astloch. Ein ziemlich großes sogar. Kannst du das nehmen? Die Holzdecke ist gleichzeitig Fußboden und wird einiges aushalten können. Oh, ich ahne schon. Ich muss das Teil bestimmt wegsprengen. Wo geht's dahin? Ja. Ah, ganz schön nass hier. Sonst wäre das Versteck perfekt. Zu dumm, dass das Wasser während der Fahrt noch steigen wird. Hier kann ich unmöglich länger drin bleiben. Also müssen wir doch irgendwas wegsprengen. Oh je. Oh nein, so ein Mist. Hallo? Ist da jemand? Schnell da rein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach! Mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne! War wohl nur eine Ratte. Oh, der kam ja nicht mal. Puh! Das war knapp. Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass man in dem Spiel auch sterben kann. Also, ja. Auf jeden Fall ist hier eine Kanonenkugel. Da ist gar kein Pulver drin. Es kann aber nicht weit sein. Ja, ich habe aber kein Pulver. Tja, Pulver. Och nee, ne? Ich kann da nicht hin. Da sitzt ein bewaffneter Soldat. Irgendwas schmeißen? Die Orange? Nee. Die Kanonenkugel auf dem Kopf?
Dann haben wir ihn los. Wo ist die Ratte hin? Nee. Die Ratte. Die ist aber jetzt weg. Da ist sie. Nee. Dachte, vielleicht kann ich ihr was zu essen geben. Aber dem ist nicht so. Nee, leider nicht. Und das will er jetzt auch nicht machen. Die Kugel? Da das Rohr schräg nach unten hängt, würde alles wieder herausfallen. Also keine gute Idee. Also müssen wir es irgendwie befestigen. Damit könnte es ja eigentlich klappen, ne? Irgendwas rumschnibbeln? Dietrich haben wir ja nicht mehr. Das kann man ja auch jetzt gar nicht anmachen. Ohne die brennende Laterne wäre es hier unten ganz schön finster. Was macht er jetzt? Ha, da oben steht irgendwas. Ein Pulverfass vielleicht? Ja, das ist von oben. Ja, und wie willst du das jetzt nehmen? Mit der Zange? Nee, aber vielleicht mit dem Messer reinstochern? Jetzt muss doch auch mal etwas klappen. Na bitte. Und leise rieselt der schwarze Schnee. Ein Häufchen Schwarzpulver. Das dürfte ordentlich knallen. Ja, das haben wir ja schon. Jetzt müssen wir nur noch Kanonenkugel irgendwie befestigen. Irgendwie an die Decke vielleicht, aber das geht ja nicht wirklich. Damit? Auch nicht. Da das Rohr schräg nach unten hängt, würde alles wieder herausfallen. Also keine gute Idee. Willst du natürlich nicht machen. Die Bordwand, damit kann man jetzt auch nichts mehr machen. An die der Decke. Holzdecke ist gleichzeitig Fußboden und wird einiges aushalten können. Eben. Nee, der will nichts machen. Aber irgendwie muss ich es doch zusammenbinden können. Du Jod. Dann eben nicht. Dann müssen wir das uns für die 6. Folge aufsparen. Dann machen wir nämlich hier jetzt mal Schluss. Und ich hoffe, wir kriegen das Kanonenrohr irgendwie zu laufen in der nächsten Folge. Also bis dahin. Macht's gut.